Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frauen dürfen mitmachen, aber nur ein bisschen. Das ist die Botschaft, die von Ihrem Gesetzentwurf ausgeht. Und das reicht nicht. Es reicht nicht, weil Frauen führen wollen und weil sie es können. Es reicht nicht, weil die Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stockt, wenn es keinen Kulturwandel in den Führungsetagen gibt. Nach 20 Jahren freiwilliger Selbstverpflichtung der Privatwirtschaft müssen wir konstatieren, führende Männer sind an der Aufgabe gescheitert, es ohne gesetzliche Vorgabe zu schaffen. Und deswegen brauchen wir eine feste Quote auch für Unternehmensvorstände. Die gläserne Decke ist nicht gut sichtbar, aber sie wirkt weiter. Und sie bremst Frauen aus und potenziert ihre Wirkung, wenn weitere Diskriminierungsmerkmale wie Herkunft, Behinderung oder sexuelle Identität mit dazukommen. Meine Damen und Herren, als die Aufsichtsratquote für eine kleine Pilotgruppe von etwas mehr als 100 Unternehmen im Jahr 2015 auf unser Drängen und dem unermüdlichen Kampf von FIDA und anderen Frauenverbänden endlich durchgesetzt wurde, war das ein guter Anfang. Wir stellen fest, die Quote wirkt, die betroffenen Unternehmen haben die Quote alle eingehalten und sie führt zu einer Professionalisierung der Arbeit in Aufsichtsräten. Und was machen Sie damit? Warum wenden Sie diese Erkenntnis für das neue Gesetz nicht an? Statt einer festen Quote für Unternehmensvorstände soll es nur eine Mindestbeteiligung geben. Noch schlimmer, die Mindestbeteiligung gilt nur für 70 Unternehmen. Das ist etwas mehr als die Hälfte dieser Unternehmensvorstände. Für mehr als die Hälfte dieser Unternehmensvorstände gibt es bereits mindestens eine Frau. Das heißt, es fehlen weitere 30 Frauen in Vorständen, und dann wäre Ihr neues Gesetz schon erfüllt. Sie machen ein Gesetz für 30 Frauen? Das ist kein Fortschritt, das ist Symbolpolitik. Und ich sage Ihnen, eine Frau im Vorstand reicht nicht. Sie allein kann die verkrusteten Strukturen nicht aufbrechen. Diversität braucht die kritische Masse von mindestens einem Drittel Frauen, und so haben wir das in unserem grünen Antrag gefordert. Das, was einige gegen die Quote einwenden, schaffen wir in Wahrheit erst mit der Quote, dass Qualität sich durchsetzt und nicht Geschlecht. Denn Führungspositionen, Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Güstrow, AfD-Fraktion. Nee, danke schön. Führen aktuell eben nicht ausschließlich nach Qualifikation vergeben. Männer werden befördert durch eine informelle Männerquote. Eine Frauenquote ändert diese Spielregel, und das schafft Gerechtigkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist entscheidend, dass der Blick aus den Führungsetagen auf die Welt nicht nur ein männlicher ist. Denn Probleme werden immer komplexer. Und dazu brauchen wir alle guten Köpfe. Wir brauchen Frauen, Diversität und kein Weiter-so mit einem männlichen Blick. Ich fordere Sie auf, aus dem ersten Schritt einen Sprung zu machen. Eine echte Quote für Vorstände ist jetzt fällig. Frauen sind längst startklar. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schaufs.